So, bevor das Video losgeht, wollt ihr nochmal ein kleines Dankeschön an Epic Games raushauen. Danke, dass ihr die Sound-Settings verändert habt, sodass es auf der Aufnahme so klingt, als wäre mein Game mega laut und man meine Stimme dadurch an manchen Stellen nicht so gut hören kann. Ich hoffe, das stört euch nicht und jetzt trotzdem viel Spaß mit dem Video. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Meine Damen und Herren, heute zeige ich euch 7 Dropspots, die meiner Meinung nach besten für die Season 8 in Fortnite sind. Wenn es euch gefällt, dann lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, würde mich mega freuen. Und dann ab mit dem Video, let's go! So, der erste Dropspot, der ist hier neben Weeping Woods beim alten Spire Tower, hier in der abgestürzten Mutterschiff-Rest-Location, würde ich mal so sagen. Für diesen Dropspot landet ihr einfach hier oben auf dem Tower. Dann zeige ich euch noch gut eine gute Rotation. Weil ich im Kampflabor bin, spawnen natürlich auch alle Sachen hier. Also am besten landet ihr auf dem Floor-Loot, weil ihr nicht wisst, ob jede Kiste spawnt. Also hier oben spawnen normalerweise 2 Kisten. Dann geht ihr hier runter, hier ist über ein bisschen Floor-Loot. Hier unten ist dann auch noch eine Kiste. Ach du Scheiße. Jedenfalls geht ihr dann einfach hier runter. Dann ist hier hinten noch eine Kiste. Direkt hier. Kann ich auch noch öffnen. Aus irgendeinem Grund kriege ich gerade nur RPGs. Wir haben auch Minis, aber das ist jetzt wichtig. Ich bin zwar mit Shield schon reingespawnt, aber ihr trinkt noch nicht euren Schild. Denn jetzt kommen wir zur nächsten Sache, und zwar könnte man hier vorne noch looten gehen. Normalerweise genau, hier spawnt noch eine Kiste. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Speziellen, und zwar, vielleicht habt ihr es schon bei dem einen oder anderen gesehen. Jedenfalls, dieser Container hier ist sehr besonders, denn hier geht es runter. Und auch die neue Trap, perfekt. Hier gibt es viel Zeug. Unter anderem 2 Kisten. Hier gibt es die Slurpfell-Besser, deswegen habe ich euch gesagt, dass ihr am besten nicht auf euer Fullschild gehen solltet. Dann habt ihr hier noch, wie heißen diese Fruchtboxen, da bekommen dann manchmal halt Sachen raus. Manchmal auch Schild, aber keine Sorge, wo ihr dann die restlichen 20 Schild herbekommt, das sage ich euch gleich noch. Hier ist noch eine zweite Kiste von hier unten. Und ja, wenn ihr dann hier fertig gelootet habt, dann könnt ihr hier raus. Und da wir uns hier im Wald befinden, sind hier ja überall noch Pilze, das heißt hier vorne könnt ihr dann noch schön ein paar Pilze essen, um die restlichen 20 HP voll zu heilen. Ah, der NPC auch noch. Je nachdem wie guten Loot ihr habt, könnt ihr dann hier nochmal ein bisschen weitergehen, hier ein bisschen was. Kisten hier verteilen natürlich. Ja, wenn ihr dann in die Zone rotieren müsst, dann gibt es natürlich hier diese Pets und es gibt diese kleinen Kevin-Würfel. Dann gibt es hier diese kleinen Würfel, die könnt ihr natürlich einfach konsumieren. Bringt ihr hier drauf. Hochgesendet und dann hier einfach nur nach oben. Bam, rechtsklick und da könnt ihr ziemlich weit mitkommen. Solltet ihr Zone haben und nicht irgendwie hier hingehen wollen, weil hier schon gelootet wurde oder so, dann habt ihr hier vorne natürlich noch das Haus. Könnt ihr easy hinrotieren. Der ist wahrscheinlich sogar manchmal contested. Das hatte ich schon ein paar Mal, als ich hier gelandet bin, dass dann hier Leute warten. Falls hier gibt es noch eine Kiste da oben und hier geht es ebenfalls runter. Art Geheimgang. Kennt ihr bestimmt schon. Hier eine Kiste. Hier ist normalerweise ein Bounty Board, das heißt Kopfgeld annehmen, um ein bisschen Gold zu verdienen. Und ja, das war's jetzt schon mit diesem Dropspot schrecklich Loot Route. Ihr könnt dann halt nach Weeping rotieren oder nach Holly, nach Believer Beach. Ich will einfach sagen, wir gehen zum nächsten Dropspot. Let's go. So, der nächste Landing Spot ist hier direkt neben Catty Corner und der Weather Station. Der blaue Würfel hier. Das ist eine ganz tolle Sache. Und zwar, das ist jetzt natürlich doof, dass ich jetzt schon 100 Schild habe. Jedenfalls, wenn man hier landet, dann bekommt man, wird man geheilt. Ihr seht's. Man wird hochgeheilt. Ich weiß nicht, ob das auch für Gesundheit gilt, also für die blauen, für das grüne Leben. Ne, man bekommt nur Schild hier. Aber wenn ihr hier gelandet seid, habt ihr natürlich direkt 100 Schild. Wenn ihr oben drauf landet, dann könnt ihr runterspringen. Ihr habt hier 1, 2, 3 und 4. Kisten. Hier eine Menge Steine. Dann gibt es hier noch eine Menge Pilze. Bäume, die ihr fällen könnt. Ihr seid auf jeden Fall richtig gut ausgerüstet dann für die Runde. Dann können natürlich hier vorne Leute noch landen. Unwahrscheinlich, aber vielleicht rotieren wir mal hierher. Ich hatte das schon ein paar Mal. Und ja, wenn ihr dann hier wart, dann könnt ihr natürlich easy, nachdem ihr fertig gelootet habt, Richtung, genau, über diese Brücke hier Richtung Catty gehen. Oder Richtung Misty Meadows, je nachdem, wie ihr wollt. Jedenfalls, wenn ihr in der Arena seid oder in einem Tournament, wollte ich euch noch eine Erklärung mitgeben, weil Metal sehr wichtig ist in Arena und Tournaments, das wisst ihr wahrscheinlich, würde ich euch empfehlen, hier oben noch die Brücke ein bisschen abzufarmen. Wenn ihr hier hochkommt,
bekommt ihr, also ich würde euch empfehlen, da ein bisschen weiter lang zu gehen. Dann würde ich euch empfehlen, die Brücke ein bisschen mit abzubauen. Für Metall, hier, genau. Das gibt euch ein bisschen Metall. Dann gibt es hier noch eine Kiste drin. Dem LKW, den ihr natürlich auch noch farmen könnt. Je nachdem noch ein Truck zur Rotation, Achsen. Und dann könntet ihr direkt hier ab nach Ketty. Ihr könntet ab nach Misty. Könntet hier runter. Hier wäre ich noch eine Mülltonne, damit ihr dann da oben hinfahren könnt. Genau, das wäre soweit die Loot-Route. Ansonsten könntet ihr auch noch hier runter gehen Richtung Slipstream und hättet da eine Rotation für die Zone, wenn die irgendwo hier hinten irgendwo ist. Dann könntet ihr hier easy noch reingehen. So Leute, ich dachte, ich zeige euch jetzt nochmal, dass der Cube hier wirklich mir Schild gibt. Habe ich mir mal kurz die Idee weggenommen. Ihr seht, wie schnell das geht. Ich hüpfe hier einfach paarmal, ich glaube fünfmal. Ja doch, fünf, sechsmal. Und dann bekommt ihr 100 Schild. Easy peasy, lemon squeezy, habt ihr die Kisten. Das wollte ich nochmal kurz dazu sagen. Das ist der Dropspot Nummer 2. Auf zum Drin. So, Landing Spot Nummer 3 ist hier vorne die Tankstelle zwischen Corny Crops und Lazy Lake. Wird wahrscheinlich sehr contested sein, dieser Spot. Jedenfalls der Main Grund, warum wir hier gelandet sind, ist, oh Sekunde, ist dieses Gebäude hier vorne. Da werden wir gleich hinrotieren. Jedenfalls würde ich euch, weil dieser Spot häufig contested ist, empfehlen, auf Floor Loot zu landen. Hier vorne Pistol, hier vorne ist eine Kiste drin in dem Haus, hier ist meistens eine Kiste. Dann könnt ihr natürlich hier reingehen, hier oben eine Kiste. Hier drin noch eine Kiste. Hier ist dann immer noch ein Verkaufsautomat. Meistens eine Mending Machine, also ein Heilautomat. Der ist jetzt im Kampflabor nicht da. Aber dann gibt es hier noch diese Boxen, wo ihr dann Chilis rausbekommen könnt. Munition, bisschen Metall hier. Noch eine Kiste. Noch eine Kiste. Dieser Spot ist eigentlich schon so ziemlich gut. Aber dann gibt es noch hier vorne dieses Gebäude. So, und dann sehen wir hier schon, wir haben hier direkt ein OP-Auto. Für ein Duos haben wir hier auch direkt einen Reboot-Van. Wenn wir hier reingehen, sehen wir hier vorne schon wieder ein Slurp-Barrel. Hier hinter der Tür ist ebenfalls eins. Ebenfalls eins. So, und wenn wir dann hier oben hingehen, haben wir noch ein bisschen Munition. Hier ist noch eine Kiste hinter. Und hier unten das Wichtigste. Diese Kiste kennt ihr schon aus Season 7. Und die spawnt wirklich jedes Match. Und da würde ich euch empfehlen, die zu öffnen. Ihr bekommt eine Railgun eher nicht raus, aber wahrscheinlich so eine Pump oder wenn ihr Pech habt, diese schlechte Autosniper. Das ist Dropspot Nummer 3. Wie gesagt, nützlich für Duo Trio. Nicht wirklich für Trio, aber für Duo schon. Da kann man hier ordentlich looten für alle. Habt hier ein Auto. Da vorne gibt es bestimmt Reifen, die ihr dann hier aufpacken könnt. Dann habt ihr eine Easy Rotation auch noch. Wenn euch das noch nicht reicht, könntet ihr auch da vorne hingehen und ein bisschen da die Rotation machen mit den Shadow Stones. Jedenfalls, das war Dropspot Nummer 3. Auf zum vierten Dropspot. So, der vierte Dropspot befindet sich hier zwischen Coral Castle, Pleasant Park und ehemals Stealthy Stronghold. Das ist ein großer Teil des abgestürzten Mutterschiffs, ebenfalls mit Slipstreams, ähnlich zu dem Teil hier unten, nur ist das hier viel größer und 99% viel mehr contested, weil nur mal Pleasant Park hier direkt nebenan ist. Pleasant ist ziemlich beliebt. Wenn ihr hier landet, würde ich euch empfehlen, dass ihr auf dem Highground landet. Dann habt ihr schon mal einen kleinen Vorteil gegenüber euren Gegenspielern. Dann gibt es hier jede Menge Floor-Loot, jede Menge Kisten. Wobei man sagen muss, bei dem Dropspot hier sind die Kisten sehr, sehr versteckt. Also da müsst ihr manchmal wirklich ein bisschen waches Auge haben. Wenn ihr öfter landet, euch die Kisten ein bisschen merken. Da seht ihr schon hier vorne überall super viel Boden-Loot, Jump-Pad. Ihr habt den Slipstream. Steine bringen, glaube ich, ich bin jetzt zwar im Kampflabor, aber die Steine bringen euch, wenn ihr die abbaut, 135 Steine, glaube ich. Also, das ist schon mal insane. Und dann, wenn ihr hiermit fertig seid, könnt ihr halt, wenn ihr direkt Maniac-Mode drauf seid und W-Keen wollt, könnt ihr direkt nach Pleasant rein. Oder wenn ihr hier schon genug Kills gesammelt habt und es ruhig angehen lassen wollt. Oder Zone-Eventuell schon da ist, dann könnt ihr halt hier mit den Shadowstones oder hier einfach so in den Slipstream gehen. Was auch gut bei dem Spot hier ist, oder allgemein bei den Slipstreams, dass man nicht so weit hochbauen muss. Zum Beispiel hier kann man einfach direkt reinlaufen und muss sich nicht hochbauen. Das war in den anderen, in den vorherigen Seasons im Kapitel 1. Ja, anders. Jedenfalls, wenn ihr damit fertig seid mit dem Spot hier vorne, Stein gesammelt habt, Holz gesammelt habt, könnt ihr hier noch ein bisschen Metall abfarmen. Das wird, hier wird eigentlich schon garantiert keiner landen. Oh, da haben wir direkt hier sogar noch eine Kleinigkeit, die ich euch noch zeigen kann. Und zwar diese Krähen, die fliegen hier überall auf der Map rum. Season. Ihr seht, die droppen epischen Loot. Ams, P90, Scar, Sniper, wenn es schlecht läuft. Ihr seht schon, worauf ich hinaus möchte.
Wir spawnen auf diesem Spot auf jeden Fall nochmal zwei Kisten. Bisschen Bodenloot, jede Menge Metall. Falls ihr noch nicht voll Holz seid, könnt ihr das hier mitmachen. Genau, und dann seid ihr auch schon eigentlich good to go. Ihr könnt dann hier theoretisch mit Boot rotieren. Ihr könntet, wenn ihr hier vorne mit einem Boot irgendwo hinfahren, nach Believer Beach oder halt mit dem Slipstream oder nach Pleasant, wie auch immer. Ihr habt auf jeden Fall eine Bandbreite an Möglichkeiten, wo ihr hingehen könnt. Das ist Dropspot Nummer 4 und wie gesagt, ich betone es nochmal, der wird wahrscheinlich sehr contested sein. Also seid vorsichtig und ja, auf zum nächsten Dropspot. Let's go. So, Landeplatz Nummer 5 ist hier bei Misty Meadows und der Partyhütte. Wieder eine IO-Basis, auch hier bei Hydro 16 in der Nähe. Die IO-Basen sind diese Season wirklich OP und ich verstehe nicht, warum die überall auf der Map verteilt sind. Es ist eigentlich ganz gut. Und dieser hier ist relativ außerhalb, das heißt, ihr landet schön hier. Und ich zeige euch dann gleich auch noch eine schöne Rotation, die ihr nehmen könnt. Also ihr seht schon hier ein bisschen Holz, Stein, das OP-Gott-Auto, mit dem ihr echt schnell fahren könnt. Jede Menge Floor-Loot. Hier hinter ist normalerweise eine Kiste, genau. Jedenfalls hier oben kommt ihr dann zum Hauptpreis wieder die IO-Kiste. Ihr seht, goldene Pump draus bekommen. Perfekt eigentlich, hier hinter ist noch eine Kiste. Und wenn ihr damit durch seid, nehmt ihr das Auto hier und fahrt runter zur Tankstelle. Und hier gilt wieder, wenn ihr hier oben schon Minis gefunden habt, dann nur auf 50 HP hochheilen, nicht direkt auf 100, damit ihr euch ein bisschen die Sachen sparen könnt, denn hier sind schon wieder diese Slurp-Fässer, da kriegt ihr nochmal 30 HP, hier sind nochmal diese Boxen, da bekommt ihr nochmal hoffentlich Schild raus, sonst hier noch eine Kiste. Manchmal ist hier noch ein Automat. Dann kommt ihr hier noch eine Eiskiste mit Flopper oder Slurfisch raus. Und dann gibt es hier vorne noch eine Kiste mit ein bisschen Metall, das ihr hier abbauen könnt, wenn ihr hier reingeht. Und hier noch eine Kiste. Und dann steht es euch frei, wohin ihr wollt. Ihr könnt nach Misty reinrotieren. Ich würde euch empfehlen, ihr nehmt das Gott-Auto. Wo habe ich es gepackt? Hier ist übrigens noch eine Werkstatt. Hier könnt ihr dann nochmal Reifen nehmen, aufs Auto werfen. Und dann würde ich euch empfehlen, loszudüsen. Ihr könnt hier noch looten, aber müsst ihr nicht. Eigentlich seid ihr schon ziemlich gut ausgestattet mit dem Loot von da. Und dann könnt ihr hier los. Meistens ist hier vorne beim Bus noch eigentlich ganz guter Loot. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch Leute hier oben landen und dann sich hier den Loot schnappen. Wenn ihr ehrenlos sein wollt und der Loot noch nicht da weg ist, könnt ihr euch natürlich schnappen. Hier liegt noch ein bisschen Boden, Sachen rum. Hier könntet ihr nochmal hingehen, aber eigentlich ist es auch nicht so tolle Sachen. Und dann könnt ihr eigentlich auch schon losfahren. Hier. Da ist noch ein Lama, perfekt. Gibt es nochmal ein bisschen Holz, Metall und eine Kiste eigentlich. Fahrt dann hier hoch, dieser Base. Kommt auf die Zone an, wo ihr jetzt seid. Dann könnt ihr noch im Jumppad wohin, wenn hier schon gelootet ist. Falls nicht gelootet sein sollte, sehr unwahrscheinlich, dann gibt es ja ebenfalls nochmal diese Kisten. Da bekommt ihr nochmal ein bisschen Loot. Noch ein Auto. Jedenfalls hier nochmal ein Jumppad. Und ja, das ist Dropspot Nummer 5, hier vorne, IO-Basis, neben dem Partyhaus, da könnt ihr auch Leute landen, die könntet ihr da natürlich auch fighten, müsst nicht zwangsläufig hier längs rotieren, das ist nur ein Tipp von mir, das mache ich eigentlich, wenn ich hier mal lande. Und ja, ich würde sagen, let's go, Nummer 6. Die Nummer 6 ist wahrscheinlich der bekannteste Dropspot, weil schon ein paar YouTuber Videos darüber gemacht haben. Jedenfalls ist dieser Spot außerhalb dieser IO-Basis. Hier ist ein Cube, da ist der Obstgarten. Ihr findet es halt neben Craggy Cliffs, rechts daneben. Und dieser Spot ist besonders, denn der hat hier wieder eine kleine IO-Mini-Basis. Hier eine IO-Riesen-Basis. Aber er selber, der wurde extrem OP gemacht von Epic Games. Und zwar haben wir hier diesen klassischen Einkisten-Spawn. Wir haben hier diesen klassischen Weg oben. Eine Kiste hier in der Toilette. Wir haben ebenfalls hier oben in der kleinen Hütte hier noch eine Kiste. Wir haben hier normalerweise ein Bounty Board, also für Kopfgeld. Jetzt wurde es nochmal OP gemacht. Ich glaube, vor ein paar Seasons war hier schon mal ein Keller, aber nicht so ein Keller, denn wir haben hier eine Kleinigkeit. Kiste. Hier ist nochmal manche Floor Loot drin. Und jetzt geht's doch weiter. Es hat nämlich nicht nur einen Keller, es hat auch nicht zwei Keller. Es hat drei Keller. Und dann habt ihr hier wieder eine Kiste. Hier habt ihr wieder drei Slurp Barrels. Deshalb gilt ebenfalls nicht den Biggie trinken, den ihr findet, sondern nur die Minis. Und das war es immer noch nicht. Hier noch eine Geheimtür. Und dann gibt es hier diesen kleinen Raum. Der ist eigentlich ziemlich unnötig. Ich weiß nicht, warum dann hier noch irgendwie was. Da ist jedenfalls kein Loot drin, aber es ist auf jeden Fall nochmal interessant zu wissen. Jedenfalls hier habt ihr den ganzen Tranken-Loot. Zwei Keller.
zwei Layer on top. Dieser Spot ist, glaube ich, der bekannteste, der begehrteste unter anderem auch. Ich glaube, der ist ziemlich contested. Solltet ihr das hier geschafft haben, rauszukommen, könnt ihr natürlich nochmal hier rüber gehen. Ihr habt hier wieder ein IO-Auto. Wie soll es anders sein, damit ihr nochmal ein bisschen losdüsen könnt. Hier vorne zur Base zum Beispiel oder zum Obstgarten oder nach Craggy oder wie auch immer ihr wollt. Hier ist noch eine Kiste. Und dann geht's hier in diese kleine Deck rein. Ich glaube, hier oben war noch eine Kiste, wenn ich mich nicht irre. Nee, war es nicht. Ja, jedenfalls gibt es hier noch ein bisschen Bodenloot. Ah ja, hier war die Kiste, genau. Ja, dann könnt ihr euch direkt eigentlich aufmachen in die Richtung. Hier unten zum Obstgarten oder nach Craggy oder nach Steamy oder in die Zone mit dem Auto. Könnt ihr natürlich auch hier hinfahren. Also dieser Spot ist auf jeden Fall sehr OP. Und, aber ich würde sagen, an der Stelle gehen wir jetzt zum letzten Dropspot über. Let's go. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu Landeplatz Nummer 7. Der letzte auf der Liste ist hier. Wenn ihr dachtet, das ist eine IO-Basis, dann liegt ihr komplett richtig. Denn hier vorne haben wir nochmal eine. Ich bin nicht ganz angekommen, leider muss ich mal einen Moment laufen. Ihr seht schon, hier sind wieder ein paar IO-Autos, mit denen ihr natürlich weiterfahren könnt. Wieder ein paar Reifen, Löpfässer. Drei an der Zahl an diesem Ort. Das heißt, wieder einmal. Wenn ihr Minis gefunden habt, nur die Minis trinken und nicht den Big Pot, den ihr in der Mitte findet, den könnt ihr ersparen. Wieder eine IO-Kiste, die jedes Mal spawnt. Da könnt ihr euch sicher sein. Hier oben haben wir noch eine Kiste, die hier immer spawnt. Dann haben wir hier das letzte Ass nochmal. Und wenn ihr hier runter hüpft, hinter der Treppe, ist die dritte Kiste. Sollte es noch nicht genug sein, dann würde ich euch noch was empfehlen. Und zwar dieser Spot. Den Spot hier. Der ist eigentlich bei den Pros relativ beliebt, kann ich mal so sagen. Jedenfalls gibt es hier eine Menge Häuser. Hier ist noch eine Kiste. Auf jeden Fall gibt es hier viel Bodenloot. Das, worum es eigentlich geht, sind die Angelfässer hier. Denn ihr seht schon, wir haben hier 7 Angelplätze in unmittelbarer Nähe hierzu. Das heißt, wenn ihr eine Harpune findet, bekommt ihr auf jeden Fall ziemlich viel Zeug. Könntet auf jeden Fall kranke Waffen angeln, Schildfische, Spicyfische, wenn ihr in der Arena seid, ganz okay. Seht, wie viele Kisten hier auch nochmal sind, wie viel Loot hier ist. Es könnte sein, dass hier Leute landen. Hier oben ist nochmal eine Kiste. Denn Angeln ist in dieser Season wirklich nice. Man bekommt Shadowfische, halt vergleichbar mit den Kevinsteinen, die euch unsichtbar machen. Und diese Dashes, genau, wunderbar. Ich demonstriere es einmal, ihr esst die und ihr werdet Schattenfigur, könnt rumfliegen. Genau. Wenn ihr hier jedenfalls fertig geangelt habt und hoffentlich gut hat, dann könnt ihr wieder zurück zu eurem Auto gehen. Fahrt Richtung Zone. Ihr könnt auch nochmal in dieses Gebiet hier rein. Das liegt ja quasi auf dem Weg, bietet sich wunderbar an. Das heißt, ihr könnt quasi diesen Dropspot mit, ich glaube, das war der erste, mit dem Container jedenfalls verbinden. Genau, und dann kommen wir halt wieder. Oh. Wollt ihr nicht. Jedenfalls, ihr könntet den Dropspot hier vorne bei Rainbow Rentals mit dem Dropspot hier verbinden. Könnt dann mit dem Slipstream oder mit dem IO oder überall hinfahren, wo ihr wollt, hier vorne in die Zone, was auch immer. So Leute, das soll es dann aber auch gewesen sein mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt was dazugelernt. Wenn ihr einen dieser Dropspots benutzt, dann schreibt es mir noch gerne in die Kommentare. Würde ich mich mega drüber freuen. Like und Abo dalassen. Ihr seid die Besten. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.